Herr Präsident, Herr Kraft, Herr Kraft. Es ist nicht die dümmste Energiepolitik der Welt, die wir machen. Sie können kritisieren, aber zweifellos war Ihre Rede eine der dümmsten der Welt. Und nicht umsonst haben Sie zwischendurch immer den roten Faden verloren, weil von einem Gedankengang, geschweige denn von Logik, überhaupt nichts zu erkennen war. Gucken wir uns mal die Geschichte genauer an. Warum hat die EU die Kompetenz, uns in diesen Fragen Vorschriften zu machen? Einfache Antwort: Wir haben ihr die Kompetenz gegeben. Aber warum? Wir haben ihr die Kompetenz gegeben, weil zwei Dinge sichergestellt werden sollen dadurch. Erstens, die Regelungen, die von dort initiiert werden, sollen für alle Länder in der EU gelten und damit Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, auf die Weise wird sichergestellt, dass in allen Ländern der EU nach gleichen Bedingungen der Stand der Technik realisiert wird. Denn es geht hier darum, dass wir auf der Basis des Stands der Technik einen optimalen Gesundheitsschutz bei den Emissionen in diesen Großfeuerungsanlagen erreichen können. Und genau das geschieht, auch wenn die Grünen der Meinung sind, dass das nicht zutrifft. Wir haben eine Anhörung gemacht. In dieser Anhörung ist sehr deutlich geworden, dass die Regelungen, die wir getroffen haben und die wir in nationales Recht übersetzen, exakt widerspiegeln, was in der EU als beste Technik, die verfügbar ist, definiert wurde. Bandbreiten für die Emissionen, die halten wir ein. Und wenn Sie bemängeln, dass der Prozess so lange gedauert hat, dann hat er unter anderem deshalb so lange gedauert, weil die genaue Festlegung auch der Punkte, die wir innerhalb der Bandbreite nutzen, eine ausführliche Diskussion über die Möglichkeiten, über die Kosten, über die Notwendigkeiten, über den Gesundheitsschutz, über die ökonomischen Fragen ausführlich diskutiert worden ist. Und dies ist das Ergebnis, und das ist ein optimales Ergebnis, das wir hier erreichen können. Bedauerlicherweise schießen die Grünen mit allen Rohren darauf, nicht nur mit ihren Anträgen und ihrem Entschließungsantrag heute, sondern auch mit der begleitenden Pressemusik. Und dann will ich noch mal sehr nachdrücklich kritisieren. Auch dort wird wieder mit dem Propagandabegriff 28.000 oder 26.000 Tote durch Emissionen aus Kohlekraftwerken von 1922 bis 1938. Abgesehen davon, dass wir langsam wissen müssten, dass solche Zahlen statistische Spielerei ist. Selbstverständlich gibt es Gesundheitsbelastung. Mit solchen Zahlen zu arbeiten, ist absolut unseriös. Und wenn man das macht, dann verabschiedet man sich aus einer verantwortungsvollen Politik. Die betreiben wir nämlich. Warum tun die Grünen das? Fundamentalopposition gegen diese Verordnung. Wenn man noch höhere Anforderungen verlangt und behauptet, sie seien machbar, bis auf einen Sachverständigen haben alle gesagt, das ist nicht sinnvoll und es ist zum Teil auch gar nicht möglich, dann hat das nur einen Zweck. Durch die Verteuerung der Produktion von Strom in solchen Kraftwerken will man sie noch schneller unrentabel machen und was man beim Kohleaufstieg zeitlich nicht geschafft hat, vielleicht hier durch die Hintertür, dadurch, dass man Kraftwerke nicht wettbewerbsfähig macht und sie früher rausgehen. Ich kann davor nur warnen. Ich warne auch sehr dafür, dass die Grünen versuchen, das bei der Zustimmung des Bundesrates, die notwendig ist, sozusagen wieder auszuhebeln. Denn das, was wir an Kraftwerken haben, muss funktionieren. Ich erinnere nur mal daran, Anfang Januar hatten wir eine Situation, wo durch den Ausfall eines Umspannwerks in Kroatien über eine Stunde hinweg auch in unserem Verteilsystem die Gefahr eines Blackouts ganz, ganz nahe war. Warum? Dort war der Stromüberschuss, hier war das Defizit, er konnte nicht ausgeglichen werden und Deutschland konnte nicht liefern, weil wir keine Reserven hatten. Wir waren darauf angewiesen, dass die Österreicher mit Wasserstrom aus den Wasserspeichern die Situation gerettet haben und in Frankreich Fabriken Lastabschaltungen gemacht haben, damit das Netz stabilisiert war. So, und das bedeutet, wir brauchen die Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind ausgereizt. Und wenn wir aus Kohle und
Atomenergie aussteigen wollen, dann können wir das nur auf einer Zeitschiene machen, die garantiert, dass wir unsere Energieversorgung sichern. Und deswegen von einem Persilschein für die Kohleindustrie zu sprechen, liebe Frau Kollegin Hoffmann, finde ich, ist jetzt wirklich reine Propaganda und keine seriöse Politik. Wir sind dafür, dass wir diese Verordnung so verabschieden, wie sie ist. Sie ist das Beste für die Gesundheit, sie ist verträglich für die Unternehmen, und das ist das, was wir erreichen wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Vielen Dank, Herr Kollege Möhring. Das ist ja sehr überraschend vorbildlich. Ja, jedenfalls bis Herr Dr. Köhler kommt. So lange können Sie jetzt klatschen.